Hallöchen. Hi, hi. Heute zeigen wir euch mal unsere Unterkunft in Ungasan. Das ist in der Nähe zwischen, oder ja, in der Nähe von Uluwatu. Zwischen Uluwatu und Jimbaran so ungefähr. Und für uns irgendwie finde ich das coolere Canggu hier, die Gegend, weil es ist total ruhig. Hier siehst du kaum Touristen, aber hier gibt es richtig geniale Strände auch. Und ja, wir sind hier im Adila Bali. Das ist richtig cool. Und ja, wir zeigen euch jetzt mal unser Zimmer. Das ist aber nur ein temporäres Zimmer, weil unser eigentliches Zimmer ist noch bezogen. Da wechseln wir noch hin. Und ja, deswegen nehmen wir euch auch hier kurz mit. Kleinen Außenbereich haben wir hier, der ist ganz schön gemacht. Und dann geht es von hier eigentlich auch schon direkt ins Zimmer mit echt hohen Decken. Und richtig schön hell ist das. Ja, groß was dazu sagen kann man nicht. Hier geht es direkt rein. Zack, steht man im Zimmer. Gibt einen kleinen, gibt eigentlich einen ausreichend großen Schrank. Schöne blickdichte Vorhänge. Das war ganz cool, dass die Sonne heute Morgen nicht direkt reingekommen ist. Ja, dann haben wir hier einen Schreibtisch. Ja, unsere Rucksäcke haben wir jetzt noch hier stehen. Wir haben nicht wirklich viel ausgepackt, weil wir ja noch mal das Zimmer wechseln müssen. Ja, unsere Helme vom Rollerfahren. Ist auch so ganz schön dekoriert alles mit Bildern hier. Und ein richtig cooles Bett. Ich habe echt sehr gut geschlafen. Jessie hat Rückenschmerzen gehabt. Ich glaube, eigentlich brauchen wir beide unterschiedliche Matratzen. Aber das ist super hart gewesen. Ja, Jessie schläft nicht so gerne hart. Ich mag das total. Ja, ist halt so eine Sache. Mögt das hart oder nicht? Also vom Liegen her jetzt. Also ich fand es sehr schön. Und die haben eine kleine Leselampen da oben, auch wieder oben so eine Deko-Figur. Ist ganz schön gemacht hier. Und dann geht es auch schon weiter ins Badezimmer. Das ist auch richtig hell. Mit einem riesen Spiegel hier. Ja, hier vorne in der Ecke gibt es dann halt so Abstellmöglichkeiten und Aufhängemöglichkeiten für Handtücher und alles Mögliche. Und von der Ecke sieht man dann mal ganz den Raum. Ist auch wirklich ganz groß. Und schön gemacht alles. Ist schön hell, wie man sieht. Hier gibt es auch noch eine schöne Glastür. Mit so einem Streifen dran, damit man nicht reinrennt. Das ist nämlich mir heute Nacht im Dunkeln fast passiert. Ich sag nur zu Jessie, nicht reinlaufen, die Tür ist zu. Und dann gehe ich heute Nacht aufs Klo und bin gegen die Tür gelatscht. Ja, ja, habe ich dir noch nicht erzählt. Ja, 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 und hier dann die große Dusche auch. Oben mit so einem Regenschauer-Duschkopf. Und eine Handbrause ganz normal, hier auch europäische Toilette oder westliche. Und halt, ja, wie man sieht, alles ganz hell. Ist ganz schick. Ist auch übrigens eine Airbnb-Wohnung, wir verlinken das nachher auch wieder alles unten in der Beschreibung. So, ich nehme euch jetzt mal mit in unser nächstes Zimmer. Eigentlich sollten wir das Zimmer dahinter mir bekommen. Aber da ist die Klimaanlage irgendwie relativ defekt, die funktioniert nicht wirklich. Und deswegen haben wir jetzt ein anderes Zimmer bekommen. Das ist auch ganz cool. Ich bin hier gerade so auf der untersten Ebene, wo unser Zimmer auch ist. Hier gibt es auch so einen Sitzbereich wieder. Und ja, der Tisch da hinten ist richtig cool. Ist auch eine schöne Anlage. Aber jetzt geht es ums Zimmer. So, hier kommen wir rein. Hallo die Dame. So, ist auf jeden Fall ein echt großes und super helles Zimmer. Und ich zeige euch erstmal so ein paar Kleinigkeiten. Hier direkt hinterm Bett. Da gibt es so eine Abstellmöglichkeit und hinten integriert ist sowas wie ein kleiner Kleiderschrank, kann man sagen. Da haben wir all unser Zeugs drin, hier Stichheiler, natürliches Mückenschutzmittel haben wir uns jetzt geholt, ja, und alle unsere Kleidungsstücke, die wir in den Packs, in den Vakuumsäcken haben. Da machen wir demnächst auch noch ein Video zu, die sind echt super. Hier unsere Rucksäcke auch drin und ja, ich zeige euch erstmal das Bad, bevor es ins richtige Zimmer geht. Das ist auch richtig cool hier, das Badezimmer. Total schön, finde ich. Riesige Spiegel und ich lasse mal eben Licht rein. Ne? So, oh, Aussicht. Ja, und das ist echt ein super schönes Badezimmer, wie ich finde. Richtig modern. Riesenspiegel, wie gesagt. Also hier noch einer. Macht den Raum noch mal größer. Das ist richtig cool. Hier haben wir eine riesengroße Dusche noch. Ja, das gefällt uns extrem gut. Und jetzt aber mal zum schönen Zimmer. So, Tür zu. Zack. So, hier hat man nämlich rundherum die Fenster.
Und dadurch ist das Zimmer halt echt total hell. Richtig großes Bett ist drin. Oben die Klimaanlage. Das ist einfach mega. Vor allem das Coolste ist hier der Ausblick. Wenn man hier morgens aufwacht und man macht die Vorhänge, man öffnet die Vorhänge, einfach so ein Blick ins Grüne. Das ist ein bisschen mehr. Richtig cool, ja. Unten, genau, ganz unten sieht man ja auch das Meer. Ist halt ein bisschen bewölkt, aber sonst richtig schön. Vor allem, wir haben ja auch so Stühle hier, dass wir uns an den Tisch setzen können, arbeiten können. Vorne kann man noch Wäsche aufhängen. Ja, und so sieht es dann von draußen aus. Richtig, richtig toll. Und ja, so sieht unser, unser Zimmer jetzt aus. Ja, mit Pech müssen wir hier nur leider nochmal ausziehen. Oder wieder umziehen. Weil, wie gesagt, ist jetzt ein anderes Zimmer als eigentlich gebucht gehabt. Und das ist aber die Tage wahrscheinlich auch wieder ausgebucht, so wie es aussieht. Und dann müssen wir wieder in ein anderes Zimmer. Vielleicht ist dann in meinem Zimmer die Klimaanlage wieder wieder fit, dass wir dahin gehen oder ein anderes. Wir wissen es noch nicht. Also, ja, vielleicht zeigen wir euch noch ein Zimmer. Mal schauen. So sieht's aus. Und ja, ich nehme euch jetzt mit und zeige euch einmal noch die ganze Anlage. Ansonsten wird das Video wieder zu lang, wenn ich so viel erzähle. Deswegen geht's mir direkt los. Hier sieht man auch schon mal ein bisschen den Ausblick aus dem Zimmer zur Seite. Ist echt, wie gesagt, richtig schön gemacht. Aber gehen wir mal raus. So, wir sind jetzt wieder, wie man sieht, vor unserem Zimmer. Und die Tür hinter mir, die schwarze da, ups, da, die beherbergt was richtig Cooles, beziehungsweise der Raum dahinter, denn hier ist ein riesen Wasserfiltersystem integriert worden. Und somit wird das Leitungswasser, das reinkommt, komplett gefiltert und man kann das einfach trinken. Das ist richtig cool, weil das sollte man in Indonesien ja oder in Asien generell meist nicht machen. Ja, und hier bekommt man gefiltertes Wasser und das Wasser ist so weich, also für mich ist es relativ, aber zum Beispiel man hat keine trockenen Hände oder die werden nicht schnell trocken, aber Jesse kriegt sich die Haare oder kriegt die Haare super gekämmt und gemacht und die sind dann nicht durch den Kalk und so, ja, wie sie halt sind. Ich bin ja jetzt auch ein Mann, ich kenne mich da nicht so super aus, aber sie freut sich extrem drüber. Und wie gesagt, es ist cool, wir können das Leitungswasser trinken, das ist optimal. Ja, und das hier ist halt die unterste Etage. Hier ein richtig cooler Tisch aus so Mangrovenbäumen. Ist echt cool gemacht. Hier unten wird gerade noch gebaut, aber da wird demnächst wohl ein Gym reingemacht sogar. Und ja, wir gehen einmal außen um die Anlage. So, jetzt bin ich nicht da, wo die Anlage eigentlich anfängt, draußen. Und dann zeige ich euch die mal komplett. Hier vorne rechts am Eingang, da kann man seinen Roller parken. Und dann geht es hier rein. Hier vorne links hatten wir letztens unser Zimmer gehabt, ganz am Anfang. Und ja, dann kommt man hier rein. Hier geht direkt ein richtiger Wind durch. Und das ist halt echt mit Liebe zum Detail eingerichtet, wie man sieht. Und das hier ist jetzt noch der alte Teil des Hauses, der zuerst bestand. Und hier sind halt Wohnungen, die Langzeit vermietet wurden. Sogar so eine kleine Küchenzeile. Ist richtig schön gemacht, auf jeden Fall alles hier. Ja, und dann ist da halt ein Zimmer oder eine Wohnung. Hier ist ein riesiger Sitzbereich. Und hier vorne ist noch ein Zimmer. Sogar gerade offen, das lüftet. Ja, und hier vorne halt sieht man dann von oben mal den Pool. Der ist echt mega, der ist so lang. Könnte ein bisschen tiefer sein. Da kann man jetzt keinen dicken Sprung reinmachen. Aber der ist super schön. Ja, und hier sieht man schon dann den anderen Teil des Hauses, der neu gebaut wurde. Und da geht es jetzt erstmal rein. Was uns hier auf jeden Fall extrem gut gefällt, ist einfach, dass, ja, dass man diese Aussicht hat. Das werdet ihr gleich sehen, wenn man auf der Dachterrasse ist. Man hat echt einen Rundumblick. Und das ist so schön gemacht. Echt Wahnsinn. Aber gehen wir mal weiter. So, sind wir wieder da, wo wir vorhin waren. Hier gibt es dann halt am Pool die Liegeflächen. Handtüchern hier. Und den ganzen Sitzmöglichkeiten, Liegemöglichkeiten. Ja, und hier halt nochmal der richtig coole Pool. Total schön. So, vom Pool geht's dann mal in die Küche. So sieht das dann aus. Das hier ist jetzt der Frühstücksbereich.
Das ist richtig schön, weil echt total die lange Tafel. Ja, hier Geschirr, alles mögliche, was hier gebraucht wird. Kurz ein kleiner Blick hier in die Küche. Das ist auch richtig gut, richtig professionell. Große Kühlschränke auch. Und ja, die haben auch super gute Mixer hier. Und was hier wirklich relativ, genial ist, nicht relativ, ist, die haben hier super Mixer und die haben hier ein eigenes Lörgerät. Die machen zum Beispiel ihre eigenen Trockenfrüchte oder eigenes Granola, also Müsli. Und ich bin eigentlich kein Müsli-Fan, aber das ist so lecker, jeden Morgen mit frischen Früchten. Boah, hammermäßig. Ja, hier nochmal kurz die lange Tafel, der Tisch. Wir sitzen meistens morgens hier vorne. Da hat man halt eine schöne Sicht auf den Pool. Da ist hier auch an der Seite so ein natürlicher Wasserfall gemacht worden. Das sieht man, glaube ich, gar nicht jetzt. Das läuft hier runter. Das ist echt schön. Man hat halt immer das Geräusch vom Wasser. Ja, und wie gesagt, die Aussicht hier, die ist einfach richtig cool. Hier vorne da, da wird noch was gebaut. Da kommt was hin, wie gleich auf dem Dach. Das zeige ich euch gleich, so ein Jogglerhaus. Und das ist dann hier so der Yoga-Bereich wohl demnächst. Aber da sind die noch am Bauen. Und ja, auch wie hier, detailmäßig, total coole Sitzmöglichkeiten und die ganzen Bilder und die Deko wieder hinten überall, das ist echt schön gemacht. Hier gibt es dann so eine lange Tafel auch nochmal zum Sitzen und ja, Aussicht genießen sowieso, hatten wir ja schon. Ja, hier vorne ist dann noch ein Zimmer und dann gehen wir mal hoch. Hallo. So, da waren gerade zwei andere Gäste, die hier sind. Das Coole ist, hier sind gerade nicht viele Leute. Wo wir angekommen waren, war es aber, glaube ich, fast ausgebucht. Beziehungsweise es ist ausgebucht, aber man sieht die Leute halt nicht, so wollte ich gerade sagen. Das ist halt riesengroß hier, man läuft den anderen nie über den Weg. Das ist echt Wahnsinn. Hier ist noch ein Zimmer zum Beispiel jetzt, auf so einer Zwischenebene. Und auch ist hier wieder so eine Sitzgelegenheit, Sitzmöbel. Und das Schöne ist auch, das ist jetzt nicht nur für die Leute, die hier wohnen, sondern man kann sich einfach so dahin setzen. Also außer da vielleicht, das ist jetzt halt direkt vor der Tür von den Leuten. Oder hier auch. Aber hier, das ist einfach öffentlich nutzbar. Das ist total schön. Da haben wir die Tage auch gesessen, mal gearbeitet. Ja, wieder zwei Zimmer. Und die Bilder hier, die gefallen mir auch gut, wie hier von der Höhle. Oder dem Tempel besser gesagt. Oder auch hier vorne, das richtig große Bild, das finde ich total schön. Gucken, dass man es gut sieht. Das ist halt echt richtig cool eingerichtet. Dann gehen wir mal weiter hoch. Vor allem, man muss bedenken, unser erstes Zimmer hier, 23 Euro die Nacht gekostet. Das ist echt nicht viel und dafür so eine Anlage, das hat schon was. Ja, das ist jetzt so das Herzstück. Für uns persönlich, das ist richtig, richtig cool. Ich gehe erstmal nach außen, dass man das mal im Ganzen sehen kann. Ja, blendet die Sonne ein bisschen. So sieht das aus da rein. Und das ist ein altes Haus. Entschuldigung. Das wurde komplett abgebaut. Und dann hier auf das Haus draufgesetzt. Das ist ein Jugglo-Haus, so heißt das. Das ist komplett ohne Nägel und ähnliches gebaut, sondern einfach nur alles zusammengesteckt und halt mit Keilen verankert. Da hat man hier die Seitenwände rausgelassen und komplett hier diese Markisen oder Rollläden oder wie man sie nennen möchte, drangebaut. Und wenn es jetzt regnet, werden die geschlossen oder wenn es ganz stark windet. Ja, und ansonsten ist das komplett offen. Hier sind noch zwei Türen drin gelassen worden, hier und da hinten. Ja, und das ist richtig cool, also sieht super aus, finde ich. Das ist schön, dass man hier nur gebrauchtes Holz quasi genutzt hat. Überhaupt in der ganzen Anlage wird so viel wiederverwertet oder wurde wiederverwertet. Das ist richtig gut gemacht. Ja, und hier setzt man dann wirklich auf Nachhaltigkeit. Und hier oben, da sitzen wir dann immer. Hier vorne die Möbel gerade oder hier. Da flitzen wir uns meistens hin, weil es so gemütlich. Wahnsinn. Dann gibt es hier vorne noch so eine kleine Küchenzeile. Da liegen jetzt noch ein paar Matten drauf von den Sitzgelegenheiten. Ja, und auch eine eigene Toilette gibt es hier oben wieder. Unten auch, die habe ich euch gar nicht gezeigt gehabt. Das ist richtig cool, da muss man nicht immer durchs Haus rennen und zu seiner Toilette laufen. Ja, Kühlschrank gibt es hier oben sogar auch noch, da kann man Sachen oder seine Sachen mit reinstellen, wenn man was hat. Ja, hier ist der Router aufgebaut, provisorisch noch. Das wollen wir nicht lange hier oben. Ja, aber das Coolste, das Allercoolste ist hier halt die Aussicht, das
Das ist so geil, ich zeige euch das jetzt einfach. Also sowas hatten wir noch nicht. Wir hatten ja zum Beispiel auf Koh Samui schon eine schöne Aussicht, beim Klaus damals, dem Auswanderer. Aber hier, das ist richtig genial, weil erstens liegt die Wohnung hoch, oder die Anlage. Und zweitens halt, du kannst einmal ringsrum laufen und hast hier eine mega geniale Aussicht. Also wir haben jetzt die Drohne auch schon einmal kurz fliegen lassen. Aber ich muss man sie gar nicht fliegen lassen, weil ich denke, die Bilder sprechen für sich. Das ist so cool hier. Und die Tage hat es mal schwer geblitzt abends. Gestern auch wieder. Da sind wir mal hier hochgegangen und haben uns das mal angeschaut. Boah, das ist so Wahnsinn, wenn über dem Meer die Blitze knallen. Das ist echt Hammer. Ja, und ihr seht ja, ich laufe gerade im Kreis. Und ihr habt eine Aussicht in alle Richtungen. Hier ist nichts zugebaut. Ja, so sieht's aus. Das ist richtig, richtig cool. Ja, und allgemein setzt die Anlage auch, wie gesagt, auf Nachhaltigkeit, weil ich zeige euch das mal. Vorne liegt noch Bauschutt rum und Co. Aber das Wasser, was hier gebraucht wird, das läuft da unten in den Tank rein. Und dann wird das wieder aufgearbeitet und dann wird zum Beispiel das Wasser zum Bewässern der Anlage benutzt und so. Das ist nicht wie bei vielen anderen, wo dann das ganze Wasser einfach ja, irgendwie in die Umwelt geleitet wird oder es ist einfach weg. Dreckswasser und du brauchst dann neues Wasser, sondern die arbeiten wieder alles auf und nutzen es halt nochmal. Das ist richtig, richtig cool gemacht. Und abends ist das auch ganz schön hier, weil man sieht ja die Stufen hier, die sind ziemlich dunkel. Und abends kann man hier ein Licht einschalten, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt erkennt. Da, genau, an den Seiten hier. Da hat man so eine indirekte Beleuchtung. Also die haben hier auf die ganzen Details geachtet. Das ist so schön. So, jetzt geht es nochmal kurz runter. Eine Ebene haben wir nämlich noch nicht. So, hier war ja der Frühstücksbereich. Und von hier aus geht es nochmal eine Treppe runter. Da kommt man jetzt zu dem Yoga-Bereich quasi. Hier wird, wie gesagt, noch gebaut. Hier vorne rechts hat der Besitzer gerade sein Zimmer. Und ja, hier kommt der Yoga-Bereich hin. Und hier wird halt so ein Dach oder so ein Häuschen auch hingesetzt, wie oben auf dem Dach, so ein Joglo-Haus. Da hat man halt hier eine riesengroße Fläche zum Yoga machen. Hier vorne ist noch ein kleiner Pool, da kommen Fische rein. Und von hier aus geht es dann wieder nochmal runter. Und dann ist man wieder da, wo wir unser Zimmer haben. Also man merkt, das ist eine riesengroße Anlage. Ja, und wir fühlen uns richtig, richtig wohl hier. Vor allem hier ist so ein geniales Klima. Also ich weiß nicht, ob man den Wind jetzt hört auf der Kamera. Aber ich gehe auch mal ein bisschen in die Ecke deswegen. Hier weht der Wind so richtig schön durch und das ist so angenehm hier. Das ist nicht wie in Canggu, da haben wir so sehr geschwitzt. Hier ist einfach ein richtig angenehmes Klima. Es geht immer ein Wind, es ist angenehm frisch. Hier gibt es so gut wie keine Mücken, das ist genial. Wir sitzen bis 12 Uhr nachts auf dem Dach und arbeiten zum Beispiel. Und wir werden nicht gestochen. Also von uns pure Empfehlung hierfür. Und ja, ich beende das Video jetzt mal noch nicht, weil ich noch nicht weiß, ob wir nochmal umziehen. Falls doch, dann zeigen wir euch ja, das andere Zimmer auch noch, wenn es irgendwie anders ist. Und ja, wie gesagt, unser Zimmer, das erste hat ab 23 Euro gekostet. Die gehen also ab 23 Euro los hier die Zimmer. Bis, ich glaube, das nächste kostet 27 Euro, dann 34 oder 37. Wir verlinken euch auch die Unterkunft unten mal. Könnt ihr euch anschauen. Und die Umgebung ist genial. Green Bowl Beach in der Nähe, Uluwatu ist in der Nähe. Hier gibt es richtig schöne Strände, wie auch den Green Bowl Beach. Und ja, von uns Daumen hoch. Also kaum touristisch hier. Also, man sieht kaum, wirklich kaum Touristen. Und ja, es ist eine super schöne Anlage. So, hallo. Willkommen im anderen Zimmer. Wir mussten jetzt nochmal tauschen. Das eine Zimmer, also das ist hier praktisch das Zimmer, das wir als erstes gebucht haben. Und da war die Klimaanlage ja kaputt. Von daher sind wir dann ein anderes Zimmer oder wir haben ein anderes Zimmer dafür bekommen. Jetzt ist das aber auch ausgebucht und jetzt haben wir das hier wieder bekommen. So sieht es hier aus. Das ist Badezimmer. Ja, ist auch ganz schön. Auf jeden Fall ist halt kleiner als das andere, aber auch sehr schick gemacht. Definitiv. Genau, ja, und hier ist das Schlafzimmer dann. Ja. Es hat halt keinen Balkon, aber dafür gehen wir dann halt auf die Dachterrasse und ist halt auch sehr cool. Ja, finde ich auch. Hier die Aussicht halt auch ins Grüne. Ups, so rum. Ja, ganz schick. Ja, war halt nur ein bisschen blöd, weil wir hatten eigentlich hier gebucht, wo die Hälfte schon weg war.
Und deswegen mussten wir jetzt halt Zimmerspringen machen und da hatten wir hier das Problem mit der Klimaanlage. Ja, so ist es leider. Dafür haben wir halt noch ein Zimmer mehr gesehen, auch wenn wir es dann nicht so lange hatten. Aber auf jeden Fall eine sehr schöne Anlage, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Kann man weiterempfehlen und ja, hoffen wir auch, das Roomtour-Video hat euch wieder gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Genau, Link findet ihr übrigens in der Beschreibung. Genau, damit wie ihr immer. Euch das auch nochmal im Internet angucken könnt, wenn ihr es jetzt buchen möchtet. So sieht's aus. Gut, genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.